Hallöchen, meine Lieben. Heute fangen wir mit den Lieblingsplätzchen an. Die Vögel im Hintergrund, die spinnen mal wieder. Das sind Butterplätzchen. Dafür braucht ihr natürlich, ganz wichtig, Butter, dann Mehl und ein Ei, Zucker, eine Prise Salz und meine Sonderzutat ist abgeriebene Zitronenschale. Ihr könnt entweder eine frische Zitrone nehmen, was ich bevorzuge, oder natürlich, ich glaube, von Dr. Oetker gibt es auch in so einem kleinen Päckchen abgeriebene Zitronenschale. Aber da ist es eigentlich egal, was ihr nehmt, weil das Aroma ist eigentlich gleich. Ich mag es halt nur lieber, weil ich die Zitronen eh verbrauche, auch eine frische gleich dazu zu nehmen. Und los geht's jetzt. Ihr tut alle Zutaten praktisch in eure Rührschüssel. Also ich mache das immer so, zuerst das Mehl. Ist natürlich bei mir wieder vorgesiebt, dass es nicht klumpt. Dann Zucker. Dann die Zitrone. Ich gucke immer, dass ich alles rauskriege, weil ich mag das nicht, wenn ich dann hinterher Abrieb verschwendet habe. Dann das Salz. Dann drückt ihr hier praktisch eine kleine Mulde rein. So. Und schlagt euer Ei auf. Wie immer bei mir ein M- oder L-Ei verwenden, aber ich schreibe euch das einfach ins Kommentarfeld, weil es ist einfacher, als euch das jetzt alles zu erklären. Und ihr müsst es dann mitschreiben während des Videos. So, und wenn ihr das alles gemacht habt, geht ihr hin und schneidet eure Butter, ich komme noch mal ein bisschen näher, in so kleine Flöckchen. Dann geht es später besser verkneten. Wichtig ist es, dass es bei dem Teig kalte Butter ist. Bei anderen Teigen wird ja warme Butter bzw. zimmerwarme Butter oder geschmolzene Butter verwendet und bei dem ist es halt kalte Butter. So, wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt hier so ein paar größere Flöckchen reinfallen lassen. Die schneide ich jetzt einfach nochmal durch im Nachhinein, dass sich das später besser im Teig verteilt. Man kann den natürlich schon auf dem Butterpapier auch vorteilen, dass man dann halt einfach nur die kleinen Stückchen praktisch in den Teig reingibt. Aber ja, warum mache ich das nicht? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, bis ich dann anfange mit der Butter, ist sie meistens geschmolzen, weil ich arbeite hier über dem Herd. Und ja, manchmal backe ich mehrere Sorten Plätzchen und dann ja, ist einfach die Butter geschmolzen, bis ich da dazu komme, sie dort reinzutun. So, jetzt haben wir hier relativ kleine Butterstückchen. Und dann kommt natürlich Kinders Lieblingsarbeit, Teig kneten. Und dann hebt ihr das einfach alles so ein bisschen unter und knetet das, bis es ein einheitlicher Teig ist. Ich mache heute natürlich nochmal ein extra Video, weil mit meiner Nichte backe ich jedes Jahr auch Butterplätzchen, also Ausstechplätzchen, auch andere Sorten. Und ich glaube, das wäre heute etwas zu viel gewesen, wenn ich euch das zeigen wollte und die Kleine dann noch hier rumwuselt. Deswegen, vielleicht mache ich auch noch ein Video mit meiner kleinen Nichte, so als kleines Goodie dazu. Aber jetzt möchte ich euch ja erstmal zeigen, wie man den Teig macht und deswegen heute nur ich. Aber ich mache das eigentlich auch recht gerne zur Weihnachtszeit, zur Vorweihnachtszeit.
mit meiner kleinen Nichte Plätzchen backen und dekorieren, Weihnachtsdeko basteln. Also es kommt bei mir eigentlich jedes Jahr vor. Meine Nichte kommt jedes Jahr dann. Also was heißt, sie wohnt nicht so weit weg von mir, dass sie nicht auch öfters vorbeikommen könnte. Aber auf jeden Fall zur Weihnachtszeit ist sie öfters bei mir und dann basteln wir zusammen auch die Sachen, die sie im Kindergarten anfangen und zu Hause fertig basteln sollen, basteln wir dann bei mir zu Hause zusammen zu Ende. Die Kleine ist 3 Jahre alt, muss ich dazu sagen, also noch relativ klein. Und mit ihr kann man halt super gut so Kleinigkeiten machen. Da freut sie sich immer mega. Ja. Wie ihr seht, es nimmt langsam Gestalt an. Es wird langsam teigig, aber es dauert halt immer einen kleinen Moment. Ihr könnt auch, wenn ihr eine KitchenAid habt, mit der funktioniert das auch gut, so einen Teig zu machen. Aber mit meinem normalen Handrührgerät ist das meistens recht schwierig. Man kann zwar die Butter gut verteilen, dann wird die noch mal ein bisschen flockiger. Aber ja, der Rest, um den Teig einfach schön zusammenzukneten, ist es einfach besser, ihn mit den Händen zu kneten. Und meine KitchenAid arbeitet. So, wenn ihr jetzt euren gleichmäßigen Teigball habt, müsst ihr den in Frischhaltefolie einpacken. Die habe ich diesmal nicht vorbereitet. So, dann nehmt ihr euch einfach hier so ein großes Stück. So, und der muss jetzt 60 Minuten im Kühlschrank ruhen. Da packt ihr euren Teig hier rein. Formt ihr noch mal ein bisschen so zu einer schönen Kugel. Und der kommt halt jetzt für 60 Minuten in den Kühlschrank. Und dann geht's gleich mit uns weiter. Bis gleich. So, meine Lieben, jetzt geht's weiter mit den Butterplätzchen. Hier ist unser Teig. Den habe ich schon mal ein bisschen rausgelegt, dass er nicht ganz so hart ist. Was ihr jetzt im nächsten Arbeitsschritt braucht, ist einmal Mehl. Dann braucht ihr eure Ausstechförmchen, natürlich euren Teig, vorbereitete Backbleche und euer Wellholz oder Nudelholz oder wie ihr es auch nennen möchtet. Und praktisch eine freie Arbeitsfläche. Ich muss jetzt meine gerade mal freiräumen. So. Braucht er auch ein bisschen Platz hier. Mein Backblech ist mal gerade umsortieren. Ich habe meinen Backofen schon vorgeheizt bei Umluft auf 160 Grad. Und da müssen die Plätzchen dann, wenn ihr sie ausgerollt und ausgestochen habt, 10 bis 12 Minuten backen. Aber bevor wir zum Backen kommen, natürlich erstmal den Teig vorbereiten. So, den lege ich jetzt mal hier hin. Dann bemehle ich meine Arbeitsfläche jetzt ordentlich. Ich mache das immer, ich mache mir hier oben immer so einen kleinen Schutzwall, damit ich hinterher praktisch immer noch mal ein bisschen nachholen kann. Und nehme dann die Hälfte des Teiges. So, hier haben wir die Hälfte und das knete ich dann erstmal noch mal durch, weil der ist ja jetzt schon noch relativ kalt. Und damit der sich auch gleich gut
ausrollen lässt, knete ich den einfach nochmal durch, dass er halt ein bisschen weicher wird, weil durch das Kneten wird natürlich auch die Butter schön weich. Und ja, so. Jetzt nochmal eine Runde Mehl verteilen, ein bisschen Platz machen. Ich habe halt hier nicht den massigen Platz, deswegen muss ich euch das Ganze jetzt etwas in klein zeigen. So, und dann müsst ihr das circa auf 5 mm Dicke ausrollen. Also so ein halber Zentimeter. Müsst ihr immer mal schauen, wie gut das bei euch geht. So, ich schaue jetzt gerade mal, ob der Teig nicht anklebt, weil das wäre natürlich jetzt sehr, sehr doof. Hier hinten ist es nämlich schon passiert, das Malheur. Der Teig ist angeklebt. So. Und am besten rollt ihr den dann immer mal zwischenzeitlich auf. Dann seht ihr auch, ob er irgendwo anbappt. Und dann könnt ihr noch ein bisschen Mehl drunter streuen. Und auch noch etwas drauf. Es gibt natürlich auch diese haftbeschichteten Rollen, wo dann der Teig nicht dran kleben bleibt. Aber ich bin da altmodisch und habe dann immer noch gern meine Holzrolle. So. Jetzt ist der Teig circa einen halben Zentimeter dick. Und jetzt könnt ihr hingehen und stecht nach Belieben eure Formen aus. Ich habe die hier alle in einem Ring. Oder auch nicht. Den nicht. Ich mache jetzt einfach mal einen Teil davon ab. Ich habe jede Menge davon, da mein Freund mir letztes Jahr eine riesen Packung damit gekauft hat, weil er dachte, ich hätte nicht genug. So. Okay, und dann legt ihr los, wenn die Fläche gut bemehlt ist, und stecht dann einfach eure Plätzchen aus. Macht den überflüssigen Teig ab und legt die dann auf euer Backblech. Und das macht ihr jetzt praktisch so lange, bis ihr einmal das Blech voll habt, beziehungsweise alle Bleche voll habt. Und entweder könnt ihr vor dem Backen das Ganze mit Eigelb einreiben und könnt dann schon euren Dekor drauf machen. Ich mache das gerne aber immer hinterher, deswegen sehen wir uns gleich, wenn die Plätzchen gebacken sind, wieder. Die müssen jetzt, wie gesagt, 10 bis 12 Minuten in den Ofen und dann zeige ich euch, wie ich meine Plätzchen jedes Jahr verziere. Bis gleich, tschüss! So, wenn eure Plätzchen jetzt 10 Minuten gebacken sind, holt ihr sie aus dem Ofen raus. So, und dann sehen die so aus. Also mein Backofen backt ein bisschen ungleichmäßig, deswegen sind die etwas dunkler und die sind hell. Das Problem habe ich jedes Mal, aber ich möchte auch nicht nur halbseitig Backbleche belegen, deswegen werden die dunkleren halt etwas mehr verziert, dass man es nicht sieht. Was ich jetzt hier habe, ist einmal Eigelb zum Bestreichen. Dann habe ich Zuckergussglasur mit Zitronengeschmack. Diverse Zuckerperlchen, Schokolade und alles Mögliche. Damit dekoriere ich jetzt die Plätzchen. Einmal mache ich das ganz einfach. Da kommt gar nichts drauf. Die bekommen einfach nur eine schöne Glasur. Dann bei manchen gehe ich dann hin und da müsst ihr aber darauf achten, dass das Ei flüssig bleibt. Und da kommen dann bunte Zuckerstreusel drauf bei mir. So, oder Schokolade. Ich
Akrobine. Also da könnt ihr machen, was ihr wollt mit den Plätzchen. Ihr könnt jetzt auch... Ich mache den Zuckerguss immer in solchen Marmeladengläsern. Die kann man nämlich auch, wenn man über mehrere Tage backt, kann man die Glasur dann gut aufheben und einfach den Deckel wieder drauf machen und kann sie dann das nächste Mal weiterverwenden. Und dann könnt ihr halt einmal hier die Plätzchen komplett überziehen. Oder ihr geht halt mit dem Zuckerguss hin und malt hier so ein bisschen Muster drauf. Und ja, also eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, was ihr auf die Plätzchen drauf macht. Bei dem Eigelb ist es halt wichtig, dass die Plätzchen heiß bleiben. Ansonsten gerinnt das Eigelb nicht und die werden nicht so schön glänzend. Und ja, das sind meine Butterplätzchen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir natürlich wie immer gerne ein Bild von eurem Video schicken, beziehungsweise von euren Plätzchen, die ihr gemacht habt. Und über Kommentare würde ich mich sehr freuen. Bis demnächst. Tschüss.